Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier bei mir auf dem Kanal. Und willkommen im Hotelsimulator. Nein, Spaß beiseite. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Map Mod Begutachtung. Projekt hier im LS22. Und in diesem Hotel. Oh, habe ich übernachtet, um euch die kleine Map hier mal zu präsentieren, beziehungsweise mit euch zusammen drauf zu gucken und am Ende mein Fazit abzugeben, wie ihr es gewohnt seid. Gut, kommen wir mal, ich würde sagen, bevor wir uns das wirklich angucken, zum ganzen sogenannten Prozedere, was bietet uns dieses Spiel außer einem Safe Game Simulator? Ihr könnt diese Map natürlich beim Mod Hub runterladen. Das Ding heißt Little Land oder ja, übersetzt kleines Land. Der Autor schreibt: Willkommen in Europa. Es ist eine fiktive Karte mit Gebieten Deutschlands und der Tschechischen Republik. Er hat sich also durch die beiden Länder ein bisschen inspirieren lassen. Und wir finden Folgendes auf der Karte. Ein Bauernhof. 55 käufliche Gebiete. Davon sind 50 Felder. Ihr findet 10 Produktionen, 4 Verkaufsstellen, 20 Sammlerstücke, 4 Waldstücke sind auf der Map. Ja, also mal ohne das riesige Areal für Baumschubser. Eine BGA habt ihr verbaut, Verkehr ist verbaut, Wasseraufnahme im Fluss. Ja, man sieht ihn hier auf der Map nicht so wirklich. Ah, doch hier, ne? Hier ist so ein kleiner Fluss hier, ja? Angedeutet, ne? Tierhändler habt ihr, Kalkstationen, Tankstellen werdet ihr finden. Und das Ganze ist von dem Autor Futso. Ja. Okay. Wir schauen mal. Also, ihr startet tatsächlich hier vorne an dem Brunnen, nicht am Hotel, aber hier am Brunnen, und seid direkt in der Ortschaft. Was ich ganz schön finde, ist, hier ist Leben. Also in dieser Ortschaft leben ganz viele Menschen. Ihr habt tolle Straßenbeleuchtung hier und also dieser Blick hier vom Hotel rauf auf dieses Gebäude, was auch gleichzeitig eine Verkaufsstelle ist. Wir gucken mal. Chocolatier. Ich denke, da werdet ihr... Willst du wohl? Da werdet ihr wahrscheinlich Schokolade verkaufen können. Was ihr irgendwie in einer Molkerei oder was herstellt. Dann habt ihr natürlich eine tolle Kirche. Ah, also dieser Blick hier, das ist toll. Das ist ein schöner Hingucker. Oh Leute, hier bleiben wir. Hier gibt es Kuchen. Ganz nett gemacht. Hier hinten noch eine kleine Kathedrale. Also, ich meine wirklich klein. Ja, alles gut. Ist ein bisschen im Boden gerutscht wahrscheinlich. Aber ist nicht so schlimm. Was ich toll finde, sind diese Bäume hier. Guck mal. Ja, das ist auch irgendeine Kiefernart. Aber
Ich finde die geil. Hat so ein bisschen. Hat so seinen eigenen Style, ja? Also so von da unten gesehen, wenn man dann so hoch guckt, in die Baumwipfel. Ja, das, die, ich mag diese Art von Bäumen. Ich denke, das ist eher so Baumregion Richtung Brasilien, Südamerika. Hätte so einen leichten Touch davon, ja? Okay. Wir schweben einmal in Richtung Kirchturm. Hallo, Herbert, bist du da? Ich glaube, hier wohnt der Glöckner von Notre Dame, oder? Gut. Okay, wir gucken uns das Ganze tatsächlich mal an. Ihr habt also wirklich die Ortschaft hier. Und das ist wirklich auch von oben auf den ersten Blick alles ordentlich gut gemacht. Die Häuser haben hier überall ihre kleinen Details, ihre... So ein bisschen, ne, Deko überall, das passt auch hier in den Hinterhöfen, schön strukturiert da. Also das Auge ist mit hier, ja. Finde ich gut. Schön umgesetzt. Hier auch so ein bisschen, ne. Eben hinterm Haus ein bisschen Schrott und was weiß ich alles. Die kleinen Häuser hier auch überall ein bisschen Detail. Auch hier wackelt einer rum. Und dann seid ihr schon bei euch auf dem Hof. Ja, genau. Das ist euer Hof. Es gibt ja auch nur einen Hof hier auf der Map. Und euer Farmhaus. Bisschen Unterstellmöglichkeiten. Eine kleine Kuhweide habt ihr dabei. Dann habt ihr ja Startfahrzeuge. Dann habt ihr hier angrenzend eure Hühner. Und hier habt ihr eben euer Silo, eure Lagermöglichkeiten. Ob die Scheune noch mit dazu gehört, das weiß ich nicht. Feldwege habt ihr natürlich auch. Überall so ein bisschen. Wie gesagt, versteckt auch so ein bisschen Kleinigkeiten. Hier ist dieser sogenannte Fluss, ja, wo scheinbar auch Wasser zu entnehmen ist. Ich weiß noch nicht ganz so richtig, wie oder wo das angedacht ist. Wahrscheinlich hier ist ein bisschen ebener. Da kann man ranfahren und Wasser holen. Hier habt ihr eure BGA. Die ist ordentlich von der Größe her. Ja. Da könnt ihr ordentlich drauf rumschuften. Und jede Menge Platz, um eventuell auch mal was abzustellen. Einkaufszentrum. Als auch Verkaufsstelle. Hier eine weitere Produktion oder Verkaufsstelle. Dann habt ihr hier im Hintergrund noch eine alte Burgruine. Ganz nett gemacht. Was ich ganz schön finde, ist der Kartenrandübergang. Ja. Er hat, also hier geht es schon nicht mehr weiter. Er hat sich also das so einfallen lassen, dass er eben hier noch Felder gesetzt hat. Und erst da hinten ist dann eigentlich Schluss mit der Map. Ihr habt ordentliche Felder, alle quadratisch praktisch gut. Ja, auch hier hinter noch eine Verkaufsstelle. Ne, zu dieser. Ja, ich sag mal Schokoladenfabrik. Und da könnt ihr eben reinfahren, abliefern. Hier habt ihr euren Händler. Der Landhändler, wo ihr die Maschinen kaufen könnt. Dann habt ihr hier so ein paar Reihenhäuser. Finde ich auch ganz nett gemacht. Alle mit so einem ganz kleinen bisschen Grundstück hinten dran. Hier Erwin wollte gerade einen Rasen mähen. Auf seinen 20 Quadratmetern. Ist aber so. Aber Liebe zum Detail. Überall ist was mit Deko hinterlegt. Hier habt ihr so eine kleine Geschichte. Hier habt ihr so einen Feldbrunnen.
Ja, dann eben eure Felder. Hier ist, da drüben ist der Händler. Hier ist der sogenannte Viehhändler. Ja, hier könnt ihr Tiere abholen, wenn ihr sie denn gekauft habt. Ja, dann geht es hier weiter. Spielplatz. Hier so ein bisschen Mehrfamilienhäuser. Dann habt ihr hier eine schöne ordentliche Tanke verbaut. Ja, und dann geht es hier hinten raus mit ordentlich Felders. Ja. Hier habt ihr, soweit ich das weiß, genau die Getreidemühle. Das ist auch ganz ordentlich gemacht. Eben eine Mühle mit bei. Hier vorne noch das alte Gemäuer. Hier hinten dann moderne Silos. Ja, ihr hört, hier wird gearbeitet. Die Mühle hätte sich noch drehen können, ne? Aber ist egal, ist nicht schlimm. So, dann habt ihr ein bisschen Waldgrundstücke, die könnt ihr natürlich auch erwerben und noch ein bisschen Forst machen. Und hier habt ihr eine Art Industriegebiet mit Ölmühle, Sägewerk und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alles selber in Ruhe angucken. Ich will nicht alles spoilern. Ja, zwischendurch habt ihr ein paar Betriebswege. Aber, was mir aufgefallen ist, mein lieber Herr Autor oder eher gesagt Map Designer, du hast auf diesen Hauptstraßen für den Landwirt keinerlei Möglichkeiten geboten, auf den Acker zu kommen. Er muss immer über den Grünstreifen rüber. Ja, es gibt leider bei den Asphaltstraßen nicht eine einzige Feldzufahrt. Nicht eine. Andere würden sagen, stell ich mal nicht so an. Wenn ich aber jeden Tag auf den Acker fahre und eigentlich jeden Tag ja an der gleichen Stelle, dann entsteht da automatisch eine Feldzufahrt. Hier vom Feldweg her, klar, da kann ich einfach mal über einen Rasen hier ziehen. Aber auch da wäre schön gewesen. Ja, nur so ein, auch wenn es nur ein Ansatz gewesen wäre. Ja. Okay, aber wie ist es wieder? Dann, du hast aber auch zu allem was zu meckern. Ja, habe ich. So, das hier finde ich ganz niedlich. Ja, hier würde ich direkt einziehen. Ich würde das hier natürlich wegmachen. Aber hier hinten so schön ein bisschen weiter weg von der Hauptstraße. Und hier hinten geht es direkt in den Wald. Nice. So, hier lässt sich's aushalten, ne? So, schöne hohe Tannen. Im Winter ganz praktisch. Kannst du gleich ein paar Lichterketten reinhängen, hast du gleich einen Tannenbaum. So, dann eben noch ein paar Hochhäuser, ne? So eine Ortschaft lebt ja auch von Einwohnern und im Zentrum wackeln da ordentlich welche rum. Das war es im Groben und Ganzen von der Map im Überblick. Der Hof nicht wirklich spektakulär. Könnt ihr ja aber im Endeffekt selber noch ändern, wenn ihr wollt. Oder euch einen zweiten Hof bauen. Könnt ihr euch ja austoben, ne? Ihr kennt das ja. Wir könnten ja höchstens mal gucken, ob man. Nee, das könnt ihr mal selber testen. Ob man die Gebäude verkaufen kann. Es ist soweit nichts in der Übersicht beschrieben. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit mit Blick auf die Kirche. Dann würdest du die Map spielen, ja oder nein? Ja, würde ich. Ich finde sie praktisch und
bespielbar. Das einzige, die nee, zwei Dinge, die mir nicht ganz so gefallen, ist einmal der Hof. Den hätte ich ein bisschen schöner gemacht. Da gibt es ja wirklich tausend Möglichkeiten mittlerweile. Und das mit den Feldzufahrten und vielleicht ein bisschen schönere Feldwege, aber sei es drum. Ansonsten, ganz ehrlich, die Map hat alles, was man braucht. Und es steckt auch viel, viel Liebe im Detail, gerade hier im Zentrum. Das macht die Sache recht rund, in meinen Augen. Guckt es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Oder sucht euch eine andere schöne Map aus. Ich würde sagen, alle, die Bock haben auf dieser Map, ich wünsche euch super mega viel Spaß. Allgemein beim Zocken vom Landwirtschaftssimulator. Zocken ist Leidenschaft, das ist meine Devise. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Leute, haut da rein, bleibt gesund, mir gewogen, Support nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin fort raus. Ciao. Ciao.